rein da. Nee, rein da. Los, komm. So, ich mach mal wieder hier Schnellklick hier nach oben. Ich hoffe, das funktioniert. Schneller, 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 schneller. Schneller, schneller. Oh, oh, oh. Und jetzt hoch. Oh, hab ich ein Schwein. Da ist ja immer noch was los. Ich speichere nochmal ab hier. So, wir müssen jetzt den Kanal wählen. So. Kanal wählen. Und können wir den... Er hat ja gesagt... Aha, okay. Komm. Komm. Was? Was? Ich wollte... Ich wollte auf... Okay. Ich hab falsch Wieso ist der kaputt? Und ich hab eigentlich daneben geklickt, aber nur gut. Okay, es hat funktioniert. Das muss ich abspeichern. Grüße, Bürger. So, speichern. Stell dir vor, ich hätte den Ton angelassen. Da würden wir die ganze Zeit hier bombardiert werden mit Grüße, Bürger. So. So, was hat er jetzt hier? Wir gucken es ihm an. Glücklicherweise haben diese Androiden kleine, aber feine Designfehler. Aha, welche denn? Das ist ein ziemlich blödsinniger Vorschlag. Ich könnte einen Warmstart durchführen, aber das wäre wohl wenig ratsam. Nee. Der ist auf alle Fälle zerstört. Das ist gut. So, das heißt, wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Wir können also jetzt ohne Verdacht zu schöpfen langlaufen, weil der Roboter jetzt weg ist, ne? Okay. Das heißt, wir müssten jetzt hier runterlaufen können. Komm, komm, komm. So, komm. Und hier hin. Da, 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 da. Da, 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 da. Ist aber auch ein langer Weg hier unten. Komm, los. Komm jetzt. Da, 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 da. Da, da. Ist aber auch verwinkelt. So. So, wenn wir hier diese komischen Bots bauen. Das ist ja sowas. Gab es da nicht so einen Film oder sowas ähnliches in ähnlicher Form? Dass es dann nachher wie Überwachungsbots oder sowas sind, ne? Ich meine, das ist ja hier so eine Art Diktatur, die hier läuft. Mit Gehirnwäsche und allem drum und dran. So, jetzt müsste der Hebel funktionieren. Okay, runter in den Schacht. Das hat er uns ja auch vorher verraten, ne? Wir sind ja noch nicht runter. Ach, guck an. Die kennen wir doch. Der Junge hat Schwung. Du bist das. Tu nicht so erstaunt. Wenn ich nicht wäre, würdest du für den Rest deines Lebens da oben wie ein Zombie herumwandeln und von Omnibrain und Erleuchtung stammeln. Was soll das heißen, wenn du nicht wärst? Erinnerst du dich an das Paket, das du abgeliefert hast? Der dümmste Fehler meines Lebens. Es war mit Faktor A getränkt.
Faktor A? Was ist Faktor A? Wir haben es entwickelt, um dem Effekt von PMS entgegenzuwirken. Was? Was willst du alles dazu? Komisch gefühlt habe. Du verstehst nicht. PMS ist das, was die Bürger zu Bürgern macht. Hier erhöhen sie nur die Dosis. Hä? Schau, die präorganische Multisubstanz ist kein Vitaminpräparat, wie der Konzern uns glauben macht. Es dämpft die natürlichen Instinkte organischer Lebensformen. Es verhindert Aggressivität, Unruhe und Unzufriedenheit. Vor allem sorgt es dafür, dass kein Bürger je gegen den Konzern rebelliert. Aber was du sagst, bedeutet ja... Wir haben jetzt keine Zeit dazu. Man wird dich bald vermissen. Gib mir deinen Orakelcomputer. Wozu? Ich spiele dir die Datenbank der Freiheitskämpfer auf. Damit kannst du erfragen, was immer du willst. Das ist eine Uhr. Orakel? Eine Apple Watch. Grüße, Genosse. Oh, warte mal. Das muss ich mir anhören. Warte mal, das war Set, ne? Orakelbegrüßung an. Moment, das machen wir mal wieder an. Okay. Nochmal aus. Okay, Genosse. Oh. Wie kommen wir hier raus? Tja, das ist dein Part. Ich habe mir das Bein gebrochen, als ich hier runterkam. Sehr hilfreich bin ich nicht. Na toll. Du wurdest wegen deines Talents, mit unmöglichen Situationen umzugehen, ausgewählt. Ach so? Deswegen haben wir deine Inhaftierung in die Wege geleitet. Du solltest selbst sehen, was hier läuft. Ihr habt es in die Wege geleitet? Ja, wir dachten, du würdest dich uns nie anschließen, wenn du es nicht selbst gesehen hast. Deswegen gaben wir dir das Paket und richteten es ein, dass du die abgelaufenen Pillen bekamst. Hätten wir gewusst, dass du bereits das Ministerium zertrümmert hast, hätten wir uns das gespart. Wie rücksichtsvoll. Okay, wie rücksichtsvoll. Achtung. Grüße, Genosse. Grüße, Genosse. Sehr gut. So, wir haben jetzt eine Enzyklopädie komplett bekommen. Warte mal, das können wir aber abbrennen. Rot ist der... Konzernbürger. Wir sind alle unterjochte Opfer des tyrannischen Regimes von Omnibrain. Ob es uns gefällt oder nicht, und es gefällt uns nicht, wir sind gezwungen, einem gigantischen Unternehmen zu dienen, das uns wie Maschinen behandelt. Uns aber meistens für dümmer verkauft. Wir wissen nichts über den Vorstand, weder wo sich sein Sitz befindet, noch ob es der Wahrheit entspricht, dass loyale Bürger dort belohnt werden. Vermutlich ist das nur wieder ein Versuch, Bürger zu blinder Treue zu bewegen. Nachforschungen haben Beweise eines ähnlichen, wenn auch weniger erfolgreichen Experiments zur totalen Bürgerkontrolle ans Licht gebracht. Damals, im 6000. großen Umlauf, rebellierten Zehntausende, als sich herausstellte, dass der Prophet Omniwan Kenobi, der seit 400 großen Umläufen verehrt wurde, keinesfalls der Herr aller Zeiten, der ewige Meister war, sondern nur eine recht überzeugende Gummipuppe. Der Betrug wurde anlässlich einer Wunderveranstaltung aufgedeckt, bei der der Prophet durch Feuer gehen sollte, was auf peinliche Art und Weise misslang. Omniwan Kenobi. Das erinnert mich auch ein bisschen an Matrix gerade, ne? Oder sowas ähnliches, wo die Leute, den Leuten etwas vorgegaukelt wird, was sie nicht sind, ne? Um sie eben halt zu ernten. Den Strom. Okay, ich glaube, warte mal. Grüße, Genosse. Grüße, Genosse. Okay, nochmal das, so. Der Konzern. Der Konzern. Der Konzern ist der Feind. Er ist das Instrument, mit dem Omnibrain die gesamte Galaxie kontrolliert. Unter dem Vorwand, für das Glück und das Wohl jedes Bürgers zu sorgen, unterdrückt und manipuliert der Konzern seine absichtlich unwissend gehaltenen Untertanen. Sollte der Konzern je wirklich ein Diener des Volkes gewesen sein, so ist das längst vorbei. Heute ist er der Herr, der uns für jeden noch so kleinen Verstoß gegen den Weisungskatalog bestraft. Die Freiheitskämpfer versuchen daher, die Macht des Konzerns zu brechen, um das Volk zur freien Selbstbestimmung zurückzuführen. Okay, was haben wir denn noch? Den Weisungskatalog? Der Weisungskatalog. Regeln, gegen die man so oft wie möglich verstoßen sollte. Obwohl es sich um einen zugegebenermaßen riskanten, manchmal etwas kleinlichen Ungehorsam handelt, bedeutet es für den Konzern ein konstantes Ärgernis, das ihn letztlich schwächt und angreifbar macht. Es gibt zahllose Möglichkeiten, gegen Regeln zu verstoßen, ohne sich in größere Gefahr zu begeben.
Und auch wenn die meisten davon eine ziemlich lächerliche Wirkung haben, machen sie doch verdammt viel Spaß. Viele nützliche Tipps finden sich in unserer Broschüre Illegalität ohne Reue. Illegalität ohne Reue. Oh mein Gott, leitender Bürger. Leitender Bürger. Ein besonders schmieriger, schleimender Bürger, der jede Weisung genauestens befolgt und wahrscheinlich schon seiner Mutter wegen eines verbrannten Toasts angezeigt hat. Zweifellos verstößt das unerlaubte Schwärzen von Nahrungsmitteln auch gegen irgendeine Weisung. Es ist krass, dieser Aufwand, ja, der hier reingesteckt wurde. Bewaffnete Sondierungstruppen, die hatten wir schon. Bewaffnete Sondierungstruppen. Instrument zur Durchsetzung des sogenannten Aufnahmeprogramms. Planeten, die Omnibrain ausbeuten und plündern möchte, werden zunächst durch diese Flotte von Killermaschinen plattgewalzt. Normalerweise werden im Vorfeld sämtliche Kommunikationssysteme ausgeschaltet, die größeren militärischen Anlagen aber zur späteren Inspektion verschont. Falls es keine größeren Unannehmlichkeiten verursacht, darf ein Teil der Bevölkerung halbwegs am Leben bleiben, um sich anschließend zu Sklaven des tyrannischen Systems degradieren zu lassen. Eigentlich ist es traurig, das Thema, ja, worum es hier geht. Warte mal, ich guck mal hier gerade, Planet Erde. Planet Erde. Wird gegenwärtig vom Ministerium für galaktische Unsicherheit, Abteilung Kornkreise, bearbeitet. Dieser kleine Planet hat momentan noch wenig, das für den Konzern von Interesse ist. Trotz zahlreicher Besuche von Konzernrobotern und technologischer Entwicklungshilfe haben die Eingeborenen bislang keinen großen Fortschritt erzielt. Sie sind durchaus am All interessiert, doch ihre noch in den Kinderschuhen steckenden Forschungsprojekte werden nicht zentralisiert ausgeführt und verwenden meistens unbemannte Sonden oder primitive Raketenantriebssysteme. Ein interessanter Aspekt der Erdkultur ist jedoch ein bemerkenswert ausgeklügeltes Denk- und Regierungsschema, das auf hartnäckigem Irrglauben basiert, welches der Konzern sich in den Gehirnwäsche-Experimenten des 6000. großen Umlaufs zu eigen gemacht hat. Aha. Siehe auch Konzernbürger. Okay, also basiert das politische Drucksystem hier, ne, was die haben auf Basis des Erdsystems. Ministerium für galaktische Unsicherheit. Wichtigstes Instrument zur Manipulation weniger entwickelter Planeten, die ihre Technologie vorantreiben sollen, damit der Konzern die daraus resultierenden Erfindungen klauen kann. Wie Nachforschungen ergeben haben, sind die vom Konzern betriebenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte so ineffizient und chaotisch, dass es dem Konzern billiger kommt zu warten, bis eine Fremdwelt etwas Brauchbares erfunden hat, das man ihr gewaltsam entreißen kann. Wir glauben, dass viele der sogenannten Innovationen wie Holomail, Teleport und die ersten Hyperantriebe auf diese Art und Weise in unsere Kultur übernommen wurden. Oh, oh. Die Frage ist bloß, wie war da diese Diktatur vorher schon drauf, dass sie es geschafft hat, die anderen nachher zu übernehmen? Planet Erde, ich gucke mal hier nur zu Cygnus Alpha. Okay, das kann ich mir noch. Schlafenszeit? Was ist denn? Schlafenszeit. Eine durch Drogen herbeigeführte Koma-Phase. Das Konzept wurde angeblich zur Optimierung der Produktivität eingeführt, soll aber vor allem verhindern, dass sich Bürger mit ergänzenden Fähigkeiten zusammentun und somit eine Bedrohung für den Konzern darstellen. Ach, man muss gar nicht schlafen. Okay. Warte mal. Ins nehmen wir noch hier. Dann geht's weiter. Omnibrain. Omnibrain. Über Omnibrain ist sehr wenig bekannt. Alle Informationen sind streng geheim. Und viele unserer Agenten sind bei dem Versuch, das ausgeklügelte Sicherheitssystem, das den vermeintlichen Kopf des Konzerns umgibt, zu durchbrechen, umgekommen. Das Hauptziel unseres Kampfes ist es, Omnibrain zu finden und zu vernichten. Wir glauben, dass es seine überragende Intelligenz ist, die das komplexe Kontrollsystem des Konzerns zusammenhält. Solange er existiert, werden die vielen Rassen, die unter seine Herrschaft gezwungen wurden, niemals frei sein. Aber wie hat Omnibrain das geschafft? Das ist doch der eigentlich wichtige Teil. Wenn er, ne, wartet, also ich wollte ja gespeichern. Grüße, Genosse. wenn er eigentlich nicht forschen lassen kann oder wie auch immer, um eben halt weiterzukommen.
Also technologisch weiterzukommen. Tja, so was haben wir denn? Wir haben hier überall Puppen. Was sind das überhaupt für Dinger? Sehen aus wie kleine Omnibrains. Verräter, Kracher. Die neueste Konzernwaffe im Kampf gegen die Freiheit. Sehen aus wie kleine Püppchen. Och, da ist ja auch ein Band zum Ziehen dran. Nicht. Verrate doch mal Freunde und Familie, junger Bürger, tolle Preise für jeden geschnappten Verräter. Niedlich. Ja, und im Inneren steckt eine kleine Überraschung. Sag etwas gegen Omnibrain und bang. Bang? Eine Sprengladung, die ausreicht, um dir den Arm wegzureißen. Aber das ist ja furchtbar. Ja, der liebe, gute Konzern. Aber Bomben kann man doch immer gut gebrauchen. Hat er jetzt eine eingesteckt? Grüße, Genosse. Das Ding ist gefährlicher, als es aussieht. Was vielleicht gut ist. So, kann man mehr Bomben mitnehmen? Kann man? Omnibrain-Puppen, haufenweise. Kann man wirklich mehr nehmen? Warte mal. Oder ist das jetzt bloß eine Animation? Habe ich jetzt 5? In denen, die ich schon habe, steckt genug Sprengstoff, um dieses Schiff komplett zu pulverisieren. Ich brauche keine mehr. Ah, okay, also doch. Okay, wir haben jetzt mehr Puppen. Haben wir jetzt hier wirklich mehr Puppen? Grüße, Genossen. Nee, haben wir nicht. Wir sehen bloß eine. Die Dinger sind gefährlicher, als sie aussehen. Okay. So, was haben wir hier noch drüber? Wir haben hier Dolores. Mit der reden wir sicherheitshalber gleich nochmal. Aber hier kommen wir... Wir müssen nach oben wieder hochklettern, ne? Grüße, Genosse. Wann gehen wir? Ich arbeite dran. Wie lange bist du schon hier unten? 10, vielleicht 11 Orbits. Die ganze Zeit hast du hier mit einem gebrochenen Bein gelegen? Ich bin nicht schmerzempfindlich. Erzähl mir nichts. Ein paar Mal war es verdammt hart, aber der Gedanke an unseren Sieg hält mich aufrecht. Was machst du da eigentlich? Ich habe die Puppe ein bisschen umgemodelt. Sieht aber noch genauso aus. Zieh mal an dem Band. Omnibrain ist Unterdrückung, Gehirnwäsche, Mord. Wehrt euch, Genossen! Hey, ziemlich gerissen. Zwar ziemlich nutzlos, aber gerissen. Hey, ich hatte Langeweile. Du kannst sie behalten. Tu sie nur nicht zu den anderen. Danke für den Tipp. Oh, damit könnten wir so eine Art Fernzünder oder so machen. Weißt du irgendwas, das uns irgendwie nützlich sein könnte? Ab und an kommt ein Schiff hierher, das die Puppen einlädt. Gut, vielleicht können wir damit fliehen. Laut Fahrplan kommt das nächste in 60 Orbits. Sagtest du 60 oder 16? 60. 6. 0. Zeit für Plan B. Das sollten wir jetzt hier nicht sagen, oder? Wie hast du ohne Nahrung und Wasser überlebt? Ich habe die da gegessen. Klingt nicht sehr nahrhaft. Ein geringer Preis für die Freiheit. Ich muss los. Das andere traue ich mir nicht zu sagen. Nachher explodiert ja alles. Okay, hier muss man wieder raus, richtig? Ja. Okay, ich speichere mal nochmal sicherheitshalber einmal. Ja, Grüße. Ah, guck mal, das steht doch anders hier. Die bearbeitete Puppe. Ich verstehe. So. Bom. So, das heißt. Dann gehen wir mal auf Wanderschaft. Jetzt können wir uns wahrscheinlich in Ruhe besser noch umsehen, weil die Roboter oder der Roboter ist ja nicht mehr unterwegs. Scheinbar ist das auch nur technisch hier kontrolliert worden, ne? Mittels des Roboters. Da.
Wie gesagt, ich habe es beim letzten schon mal erwähnt, es fehlt hier eindeutig eine Möglichkeit, nee, das ist nur unser Dings, hier ist, glaube ich, nichts weiter, es fehlt hier eindeutig eine Möglichkeit, eine Art... Ach, da geht's auch raus. Moment mal. Wieso hat das nicht funktioniert? Wieso hat das nicht funktioniert? Ich bin doch aus meiner Zelle ausgebrochen und bin doch da oben aus 17 rausgekommen. Wieso komme ich jetzt unten aus 2 nur nach links oder rechts? Hä? Das verstehe ich nicht. Siehst du, geht's hier hinten eigentlich weiter? Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier bloß die Schüssel mitgenommen. Ja, hier ist nichts weiter. Geht es hier... Warte mal, geht's hier hinten eigentlich weiter? Nee, ne? Nö. Ba, 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 ba. Oh, was ist das da? Oh, das sehe ich jetzt erst. Was ist das da? Eine Lüftung? Na, du komm. Tippeti, 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 tipp. Tippeti, tippeti, tipp. Tipp, tippeti, tippeti, tipp, tipp, tipp. Tippeti, tippeti, tipp. So, was ist das hier? Das ist ein Teil des Ventilationssystems. Okay, dann mach's auf. Ich kann nicht viel damit anfangen. Es ist an der Wand befestigt. Okay, ich glaube fast Grüße, hier. Genosse. Genau. Die Dinger sind gefährlicher, als sie aussehen. Benutzt die mal. Geht das? Okay. Jetzt steht es hier vorne. Oh, bevor wir explodieren. Grüße, Genosse. Vielleicht reicht es aus. Die fahren ja eigentlich, oder? Warte mal, ich will nämlich das hier probieren. Mal sehen, ob das geht oder ob ich irgendwie... Okay, es scheint zu gehen. Hat's gereicht? Das ist ein Teil des Ventilationssystems. Kann man es jetzt aufmachen? Ich kann nicht viel damit anfangen. Es ist an der Wand befestigt. Achso, habe ich es jetzt mitgenommen? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Grüße, Genosse. Oh nein, ne? Müssen wir... Ach, wir müssen die Expo... Oh, warte mal, ich lade mal nochmal. Weil unsere Maschinenkasse ist jetzt weg. So, warte. Grüße, Genosse. Ist jetzt aber nicht wirklich, dass wir das jetzt mit ein... Oh, da gibt es so eine extra Grafik. Oh, nee, ne? Guck mal. Nochmal. Grüße, Genosse. Na, darauf musst du erst mal kommen. Grüße, Genosse. Wahrscheinlich lässt man das hier explodieren und stellt fest, das reicht nicht. Also es funktioniert zwar technisch, aber reicht nicht. Und dann nimmt man so viel mit, wie man kann, weil man Grüße, die Explosionsradius bzw. die Verstärkung hier erhöhen möchte. Jetzt aber. Boah. Alter.